Der Fotograf Henry Peach Robinson hat in den 1860er Jahren sich dafür eingesetzt, dass Fotografie stärker als Kunst wahrgenommen wird. Und er hat seine Kollegen dazu angehalten, Malerei zu studieren, um deren Prinzipien auf das eigene Metier zu übertragen. Und er selber ist vorangegangen mit einem guten Beispiel. Er hat Glasnegative, die er von einzelnen Motiven aufgenommen hat, zusammengesetzt zu einem neuen Bild, zu einer neuen Komposition, wenn man so will. Und er hat sich dabei orientiert an typischen, stimmungsvollen Landschaftsgemälden seiner Zeitgenossen. Hier sieht man Tunbridge Wells, einen Ort, an dem er selber gelebt hat. Und dieses Bild folgt der Erzählstrategie der Malerei. Es ist eine abendliche Stimmung, ein Bauern-Ehepaar geht nach Hause, aneinander gestützt mit seinem Werkzeug. Die Windmühle suggeriert etwas, was dem Wetter standhält, etwas Zeitliches. Es ist insgesamt eine sehr romantische Stimmung. Wenn man aber genau hinsieht, und dazu lade ich Sie herzlich ein, wenn Sie die Ausstellung besuchen, dann können Sie sehen, dass hier gerade am Horizont die Schärfe, die ansonsten dieses Bild prägt, nachlässt. Und das liegt daran, dass der Fotograf an den Übergängen der verschiedenen Negative eine Retusche vorgenommen hat mit einem Pinsel. Und so versuchte er, diese Übergänge zu verblenden. Wir können sie trotzdem noch sehen, wenn wir es wissen.